Die Reise des Soul Skies durch Limgrave kann ihn in viele unterschiedliche Richtungen führen. Jede einzelne gefährlicher als die vorherige. Doch führt die Gnade, die den Befleckten gewährt wurde, früher oder später zum gleichen Ort. Zur Festung Sturmschleier. Dieses gigantische Schloss ist der Sitz des verpflanzten Königs von Limgrave, Godric, und wird auf viele Arten und Weisen geschützt. Einer dieser vielen Verteidigungen verhindert den Zutritt in die Festung und gewährt nur den stärksten Befleckten Zugang. Margit, das grausame Mal, bewacht das Eingangstor und macht uns schnell über seinen Missmut uns gegenüber aufmerksam. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Die meisten Befleckten fallen Margit schnell zum Opfer, was Godrics Hunger nach neuen Körperteilen stillt. Ein Hofzauberer namens Roger kann dem Soulsky bei diesem Kampf helfen, sollte dies vonnöten sein. Margit ist ein harter Brocken, der die Reise vieler Befleckter schon früh beendet hat. Er ist eine große Hürde, und einem Wanderer ist geraten, sich zuerst die Ländereien von Limgrave und den tiefen Süden anzusehen, bevor man sich dem grausamen Mal stellt. Mit ein wenig Fingerspitzengefühl kann er allerdings auch schon früh gezwungen werden. I shall remember thee, tarnished, smoldering with thy meager flame. Cower in fear. Of the night, the hands of the fell omen shall brook thee no quarter. Dieser einzigartige Krieger ist, was die Bewohner der Zwischenlande als Male, Omen, Oger oder Oni bezeichnen. Die Omen sind verfluchte Seelen, geboren in diese deformierten Formen, oft dazu verdammt, an den Händen ihrer eigenen Familien zu sterben. Ein neugeborener Omen besitzt eine gewundene Masse aus Hörnern, welche von den Bewohnern der Zwischenlande kurz nach deren Geburt abgetrennt wird. Diese Prozedur ist meist tödlich und die wenigen Überlebenden werden als Kanonenfutter und Sturmtruppen eingesetzt. Margit ist das erste Omen, dem wir begegnen, der noch seine Hörner besitzt, was auf nobles Blut zurückzuführen ist. In der Hauptstadt des Erdenbaumes, Laendell, werden die Hörner von Omen mit nobler Abstammung nicht abgetrennt, sondern sie werden in die Kanalisation unter der Stadt verdammt, um dort weit ab vom öffentlichen Auge zu sterben. Ein Akt, welcher den Umgang mit altertümlichen Leprakranken nahekommt. Omen gelten als unrein und werden von höheren Willen nicht toleriert. Jedoch ist Margit besonders. So ergibt es sich, dass Margit nur der Alias einer viel stärkeren Kreatur ist. Morgoth, der König der Omen. Zusammen mit seinem Zwillingsbruder Morg entsprang er dem göttlichen Blutes und ist einer der Halbgötter dieses Landes. Gefangen zwischen Verachtung und göttlichem Recht wurden den Zwillingen göttliche Fesseln angelegt, die ihre Macht unterdrücken und sie in den Schatten halten sollen. Diese hielten allerdings nur für eine gewisse Zeit und die Überreste dieser einstigen Ketten gerieten in die Vergessenheit. Das ist, bis Morgoths Fessel von einem zwielichtigen Händler gefunden wurde. Der Einsatz dieses Reliktes bindet das Omen kurzzeitig an den Boden, was über Sieg und Niederlage entscheiden kann. Nun, da wir die wahre Identität von Margit kennen, ist die Frage, warum? Was führt dieses verachtete Wesen dazu, Godric zu verteidigen?
Dies ist nicht gewiss, doch gibt es einige Vermutungen. Godrick, wie wir vom allwissenden Gideon Ofnir erfahren, ist der schwächste der Runenträger, die die Überreste des Elden Rings an sich rissen. So ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich viele Befleckte das schwächste Glied zuerst vornehmen. Morgoth unter falschem Namen beschützt seinen entfernten Verwandten nicht aus Respekt, sondern aus Angst, dass die Befleckten eines Tages siegen würden. Jeder gefallene, starke Krieger wurde ein Teil des Verpflanzten, und Morgoth erhoffte sich, dass der selbsternannte Lord des Goldes eines Tages auf eigenen Beinen stehen könne. Der Soulsky vertrieb ihn allerdings aus der Festung Sturmschleier und wird ihm schon bald seine Hoffnung zunichte machen. Ein letztes Mal wendet er sich unter dem Namen Magid auf dem Altusplateau gegen uns. Dass der Befleckte einfach an ihm vorbeilaufen könnte, scheint ihm nicht in den Sinn gekommen zu sein.